Sir Charles Spencer Charlie Chaplin Jr., geboren am 16. April 1889 in London, gestorben am 25. Dezember 1977 in Corsier-sur-Vevey, Schweiz, war ein britischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Schnittmeister, Komponist, Filmproduzent und Komiker. Chaplin gilt als erster Weltstar des Kinos und zählt zu den einflussreichsten Komikern der Filmgeschichte. Seine bekannteste Rolle ist die des Tramps. Die von ihm erfundene Figur mit zwei Finger Schnurrbart, auch Chaplin-Bart genannt, übergroßer Hose und Schuhen, enger Jacke, Bambusstock in der Hand und zu kleiner Melone auf dem Kopf. Mit den Manieren und der Würde eines Gentleman wurde zu einer Filmikone. Chaplin gehörte zu den Gründervätern der US-amerikanischen Filmindustrie, der sogenannten Traumfabrik Hollywood. Der Nähe zum Kommunismus verdächtigt, wurde ihm nach einem Auslandsaufenthalt 1952 wegen der McCarthy-Ära die Rückkehr in die USA verweigert. Er setzte seine Arbeit als Schauspieler und Regisseur in Europa fort. 1972 nahm er seinen zweiten Ehren-Oscar entgegen. Den ersten hatte er 1929 für sein Werken in dem Film Der Zirkus erhalten, den zweiten erhielt er für sein Lebenswerk. 1973 erhielt er den ersten echten Oscar für die beste Filmmusik zu Rampenlicht.